Ja, im letzten Video für heute gehen wir mal rein bei Alpha Kevin. Die größten und dümmsten Fehler deutscher YouTuber. Das wird bestimmt wieder krass. Auf geht's, würde ich sagen. Was ist denn Cheating, Alter? What the fuck? Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Ich stehe auf Jungs. Ab dann war's eklig von uns. Dafür entschuldige ich mich. Menschen machen Fehler. Ah, das ist Arroganz auf so einem hohen Level, Alter. Traut euch, kommt zu mir und legt euch mit mir an. Ich prügel die Scheiße aus euch raus. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Stellt euch vor, ihr seid 2011er Baujahr. Ja, starke Schmerzen. War mir klar, dass das kommt. Auf jeden Fall. Oh, hier. Okay, let's go. Gerade erst frisch 12 geworden. Okay. Noch keine 2 Jahre auf YouTube und hab das Beste verpasst. Und zwar jede Menge Nostalgie. Sei es Waititi mit ihren Parodien, die Loris mit ihren Songs, Ape Crime mit den Challenges oder auch die Ansage von Mert gegen Schwule. Aber ich muss nicht akzeptieren, dass einer schwul ist. Nein, ich bin dagegen. Ist unmenschlich sowas. So kann es nicht mehr weitergehen. Bruh. Damit gehen wir heute in ein Kapitel voller Nostalgie. Ein Kapitel voller Ansagen, ganz schwerwiegende Fehler und ich sag mal so, alles was die deutsche YouTube-Szene so zu bieten hatte. Und bitte eins nicht vergessen, die ganzen Sachen, die ich heute anspreche, die liegen schon Jahre zurück. Hatet diese YouTuber nicht wegen den Dingen, die ich heute aufzähle, denn die meisten haben sich schon für ihre Handlungen distanziert. Ja, einige wahrscheinlich, aber nicht alle. Du hast doch nicht mal eine Tasse im Schrank! Naja gut, ich sag mal so, die meisten haben sich davon distanziert. Aber ich möchte einfach mal zum einen für die Älteren einen Rückblick geben, wie schwerwiegend diese Vorfälle waren und auch einfach, weil es nostalgisch ist. Aber auch für die Jüngeren unter uns, die gar nicht wissen, wie belastend einige YouTuber vor ein paar Jahren gewesen sind. Und damit starten wir direkt rein mit Mert Abi bzw. It's Mert TV, den wir gerade eben schon glücklicherweise kenne ich nicht. Weil sie sehen durften. Die Stimmen werden immer lauter, wenn ich euch erzähle, wie krank die Situation damals war. Also erstmal vorab, Mert war zu der damaligen Zeit ein sehr polarisierender YouTuber. Er hatte viele Videos gegen andere YouTuber bzw. andere Leute gemacht. Es ging viel um FIFA und auch um weiteres. Und er hat sich damit eine wirklich enorm große Reichweite aufgebaut. Die meisten werden ihn mittlerweile wohl eher als Rapper und Vlogger kennen, denn mit über 1 Million Abonnenten und immer noch 6 Stellen. Nee, auch als Rapper kenne ich ihn nicht. Wegen Klickzahlen würde ich einfach mal sagen, läuft es bei ihm immer noch ganz gut. Doch vor fast genau 6 Jahren, im Jahre 2017, lieferte Mert ein Video ab, welches komplett polarisieren sollte. Und nein, es war kein Song wie... Oh. Ganz im Gegenteil, Mert hatte damals das Format Mert gegen Lappen. Dort frontete er Personen bis aufs Schärfste. Da ging es auch über in Beleidigungen, in keiner Kritik, sondern es wurde einfach nur gehatet. Unter diesen Menschen, die er jetzt nicht so mochte und in seinen Videos immer wieder behandelte, war auch der YouTuber Der Prinz. Hi Girls, willkommen hier auf dem Einhorn-Channel. Schön, dass ihr bis hierher gefunden habt. Später auch bekannt gewesen als Chrissy Delicious. Er war ein homosexueller YouTuber, der vor allem seine Reichweite durch die Ansagen von Mert bekam. Warum sage ich jetzt eigentlich, dass er dadurch seine Reichweite bekam? Nun ja, der Prinz und Mert haben damals einen Vertrag abgeschlossen, ohne dass es jemals irgendjemand wusste. Bei diesem Vertrag wurde abgeschlossen, dass Mert den Prinzen, so wie er möchte, ihn beleidigen durfte. Strange. Und das Ziel war, Mert hat seinen Content, kann sich über ihn auslassen, wie er möchte, ohne dafür belangt zu werden. Und der Prinz bekommt einfach Reichweite. Ist zwar alles negativ, aber er bekommt dadurch Klicks und Aufmerksamkeit. Allerdings muss man sagen, machte sich Mert auch irgendwo so ein bisschen einen negativen Ruf. Bei seiner Community kam er trotzdem immer positiv an, durchweg. Aber für Außenstehende kam er etwas homophob rüber, weil er ständig gegen diesen homosexuellen YouTuber sehr, sehr schwulenfeindliche Sprüche gebracht hat. Als dann später Shirin David und Mert ein Video zusammen veröffentlicht, hakelte es Unmengen an Kritik und Hate gegenüber Shirin ein. Denn zu dieser Zeit war sie Teil der DSDS-Jury und auch die Presse machte dabei Auge, denn es kommt jetzt nicht so gut rüber, wenn du mit einem relativ homophob stehenden YouTuber zusammenarbeitest und das, obwohl du eine sehr große öffentliche Präsenz hast, eine Vorbildsfunktion hast und vor allem im Fernsehen vertreten bist. Was ist das? Das habe ich jetzt schon öfters gesehen. Ey, das sind doch keine echten Quallen oder so, ne? Ist das nicht irgendwie sonst ein bisschen makaber, die auf so engen Lebensraum einzusperren? Ich weiß das nicht. Wie übel ist das bei Quallen? Weiß das einer? Und dementsprechend veröffentlichte dann der liebe Mert ein Statement. Dieses Statement war aber keins, wo er sich von seinen homophoben Aussagen distanziert und seine damaligen Aussagen dementiert, um eben Shirin zu schützen. Ganz im Gegenteil. Mert war so aufgebracht, dass er einfach der gesamten Welt zeigen musste, wie stark sein Problem mit schwulen Menschen ist. Jede Schwule, jede Tra-
hat auf einmal ein Video gemacht mit dem Titel Shirin David ist homophob, Shirin David unterstützt Schwulfeindlichkeit. Digga, erstens, woher soll Shirin David wissen, dass ich schwulfeindlich bin? Und bei mir, ich toleriere Schwule einfach nicht. Ich akzeptiere das nicht. Es gibt tolerieren und akzeptieren. Amenarem, auf die Straße gehen 20.000 Leute, protestieren gegen eine Moschee in Deutschland. Aber wenn man einmal was gegen Schwule sagt, wird man Was hat Schwule mit Tolerieren zu tun, Digga? Offensichtlich haben diese Anfälle eine Veränderung in seinem Gehirn ausgelöst. Ja, das kann man so... Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Sass. Ab dem Zeitpunkt war dann Mert offiziell der homophobste YouTuber in ganz Deutschland. Er hatte zwar weiterhin enormen Erfolg, auch bei seiner Community kamen seine Videos immer sehr... Hat wahrscheinlich auch homophobe Community gehabt, vielleicht schon. Man weiß es nicht. Oder die feiern es auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch ätzend. Gut an, weil er eine sehr starke Community hat, die ihm immer Rücken bietet. Aber menschlich gesehen war er auch bei vielen unten durch. Weil so intolerant gegenüber homosexuellen Menschen zu sein, ist schon irgendwie ein bisschen unangenehm. Und vor allem dumm. Und dieses Statement hängt ihm vermutlich nach 6 Jahren immer noch an, da die Leute, die sich zumindest an diesen Skandal noch erinnern können, ihn wahrscheinlich eher weniger verzeihen werden. Ich hoffe allerdings, dass er jetzt nach 6 Jahren anders über diese Thematik denkt. Alles andere wäre dumm und... Boah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kann man natürlich hoffen, klar. Wäre schön. Aber da ich ihn halt nicht kenne, weiß ich es natürlich nicht. Los, Bre. Mert haben wir. Lasset uns weitermachen mit keinem geringeren als den lieben Drachenlord. Metal, Leute. Hierbei muss man sagen, als dieser wirklich sehr gravierende und schwerwiegende Fehler passierte, war ich gerade mal 14 Jahre alt und kannte, wenn es gut kam, Waititi. Also da habe ich gerade erst YouTube entdeckt. Doch am 2. Februar 2014 nahm das Drachengame so langsam Fahrt auf und das Ganze sollte später enorm eskalieren. Er wurde auch schon zu dieser Zeit ohnehin immer wieder getrollt, auch seine Familienmitglieder wurden getrollt von einigen Zuschauern von ihm. Doch an diesem besagten Tag, den 2. Februar 2014, dachte sich der Drachenlord höchstpersönlich, er müsse seine Adresse ins Internet posaunen, um gegen seine Hater anzukämpfen. Ist natürlich immer schlauer, seine Adresse mit fremden Menschen zu teilen, bei denen man nicht weiß, wer sind die Leute und wie viele Leute stecken dahinter. Es zeugt davon schon mal, das zeugt schon mal davon, dass der junge Mann auch nur ein Gehirn hat, was als Deko fungiert. Die Quallen sind nicht echt und Quallen sind sehr, sehr schwer zu halten, weil man verhindern muss, dass sie an die Scheiben stoßen. Man muss eine Strömung einbauen, die sie von den Scheiben fernhält. Okay, wusste ich nicht. Und was sind das dann? Also, weißt du, was das da ist? Ist das einfach eine Lampe, die so tut, als wären da Quallen drin? Ich finde die irgendwie cool. Weiß auch nicht. Nur halt deswegen frage, wenn das jetzt echte Quallen gewesen wären, würde ich sie nicht mehr so cool finden. Der Grund für das Leaken seiner Adresse war damals ein Troll, der seine Schwester mit einer Computerstimme anrief. Irgendeiner. Ich weiß jetzt nicht, wer es ist, mir auch scheißegal. Ich weiß nicht, wer es war. Irgendjemand hat meine Schwester mit einer PC-Computerstimme angerufen und gemeint, pass auf, ich weiß, wo du wohnst. Wer auch immer das war, traut euch, kommt zu mir als Schauerberg 8 in 91448 ins Kirchen. Also davon mal abgesehen, dass das überhaupt nicht geht, ne? Also seine Schwester jetzt anzurufen und sie im Endeffekt, ja, es ist eine Art Bedrohung, ne? Ich weiß, wo du wohnst, hat ja schon einen drohenden Hintergrund. Geht auch mal überhaupt nicht, ne? Ja, ich glaube auch, dass es eine Lampe ist, aber was ist da drin? Das ist jetzt die Frage. Was ist da drin, dass es so aussieht, als wären da Quallen? Sind da einfach so unechte Quallen, die sich durch ein bisschen Bewegung im Wasser so bewegen oder so? Das interessiert mich irgendwie gerade so. Traut euch, kommt zu mir und legt euch mit mir an, ich prügel die aus euch raus. Hi. In diesem Video geht es um das Thema Abgrenzung und Konsequenzen aufzeigen. Und mit Abgrenzung ist hier gemeint, dass Drachenlord so krass von seinen Hatern getrollt wurde, dass mittlerweile sogar sein Haus in Emskirchen abgerissen wurde. Hier wird das Haus des Drachenlords abgerissen. Alles Weitere sollte den meisten von euch mit Sicherheit bekannt sein. Und ja, nach dem Leak, muss man schon sagen, nahm das Ganze etwas größere Dimensionen an. Und das war wahrscheinlich einer der schwerwiegendsten Fehler, die ein Mensch im Internet hätte tun können. Denn es gibt sogar mittlerweile eine Gemeinde, die sich gegen ihn zusammengeschlossen hat. Und es wird sogar wirklich bis heute eine Chronik über sein Lebenslauf geführt, die wirklich alles detailliert zusammen... Ja, stimmt, Alter, das hatten wir bei Kaiser in irgendeinem Video vor kurzem, ne? Dass er jetzt Escort macht irgendwie. Neuer Account bei poppen.de.
Toll, sehr interessant. Interessiert mich ein Scheißdreck. Soll er doch auf poppen.de sein. Weil, wer weiß das? Also, wer sieht denn, dass er sich da neu angemeldet hat, ey? Haben die Leute keine anderen Hobbys? Trägt. Auch auf YouTube gibt es einen Kanal namens Der Einzige, der jeden Stream und jeden Vorfall von Drachenlord analysiert und dokumentiert. So ein Fall ist, glaube ich, wirklich einmalig, das habe ich noch nie gesehen. Und Rainer, muss man auch einfach so sagen, hat sein Bestes dafür getan, um die Leute noch mehr gegen sich aufzustacheln. Ja. Denn seine Aussagen waren teilweise dumm bis zum Gehtnichtmehr und auch wirklich gefährlich. Ich bin dumm, gefährlich und einfach super unüberlegt und einfach... Zeugt auch davon, dass sein IQ-Wert irgendwie eher im Minus liegen müsste. Ich bin mir treuer, als jeder von euch sich selbst sein könnte. Oder anderen. Unterschätzt es nicht. Ciao. Nach Drachenlord gab es aber vermutlich keinen mehr, der so eine große Haterschaft angesammelt hat und der so hart getrollt wurde. Da wir aber natürlich dennoch von schwerwiegenden Fehlern in diesem Video sprechen, dürfen wir auch nicht vergessen, was damals Concrafter aka Luca getan hat. Denn Luca schaffte es 2019, trotz extrem guten Ansehens, einen ziemlich großen Shitstorm zu bekommen. Grund dafür war ein eigentlicher Besuch in einem Club in Düsseldorf. Zumindest wollte er dorthin. Denn er wollte in Düsseldorf... Okay, habe ich auch nicht mitgekriegt irgendwie. Also feiern gehen, hat er dann mit seinem Manager gesprochen, dass er gern einen VIP-Platz bekommen würde, weil er sonst halt oft von Fans angesprochen wird, muss dann Videos drehen und es kann ich irgendwo nachvollziehen, dass man sagt, ich brauche einen Rückzugsort. Der Manager gab dann die Nummer vom Clubbesitzer an Luca weiter durch und die Sache wurde danach eigentlich nur noch extrem peinlich. Nicht für den Clubbesitzer, sondern für Concrafter. Denn der Inhaber von diesem Club wusste bis dato noch gar nicht Bescheid, dass Luca überhaupt irgendwie angefragt hatte. Und Luca dachte sich, es wäre schlau, folgende Sätze zu schreiben. Also ich hatte gestern meinem Manager gesagt, dass wir in Düsseldorf feiern wollen. Mit Tisch und als Gegenleistung halt Instagram-Stories mit Link. Im Gegenzug würden wir einen Tisch plus Flasche gutheißen. Nun ja, der Inhaber fand die Nachricht jetzt gar nicht mal so cool, weil das halt schon sehr arrogant rüberkommt, irgendwelche Bedingungen aufzustellen, wenn man schon nach einem VIP-Platz fragt. Ich meine, Luca ist Gast und stellt die Anforderung, dass er doch gern einen Tisch, einen VIP-Platz plus... Da hätte ich als Clubbesitzer gesagt. Geh doch woanders hin. Muss eine Flasche für 3 Instagram-Stories bekommen möchte. Und anstatt das zu checken, dass das mega unsympathisch und relativ abgehoben rüberkommt, sagte er dann in einem Video Folgendes über den Besitzer. Habt dem Kontakt dann ja auf jeden Fall das geschrieben, was ich euch gerade gezeigt habe. Also klipp und klar, hey, das könnte ich mir vorstellen, bevor hier jetzt weitere Missverständnisse sind. Habt ihr da Bock drauf, ja oder nein? Und dann kam die Antwort, wo ich mir wirklich gedacht habe, das ist doch nicht wahr. Die Sache ist, der Laden läuft auch ohne deine Posts gut. Geil. Ja, hat der Clubbesitzer sehr gut gemacht. Das ist Arroganz auf so einem hohen... Ja, die Arroganz kommt da im Endeffekt zurück, weil damit hast du angefangen. Level, Alter. Du spielst dich auf und haust auf die Kacke, weil du dich wegen deines Rückens unantastbar fühlst. Fertig aus. König der Doppelmoral. Fertig aus. Ganz einfach. Also Luca macht eine Ansage gegen den Club in Düsseldorf, weil dieser Inhaber diese Bedingungen einfach Quatsch fand. Und dass er dann noch den Besitzer als arrogant titulierte, obwohl seine eigenen Nachrichten damals schon mega abgehoben klangen, zeugten auch nicht von einer wirklich guten Selbstwahrnehmung. Und dementsprechend wurde er unter diesem Video krass gehatet. Luca hatte zwar weiterhin immer noch enorm Erfolg, er hat unfassbare Reichweite gehabt, ob davor oder auch danach. Aber sein Image leidete genau unter diesem Vorfall ziemlich stark und man verbindet Luca immer mit genau diesem Video. Zumal er schon 2016, also 3 Jahre vorher, mal in der Kritik stand, weil er es nicht wahrhaben wollte, dass Mr. Morgame bei dem Minecraft-Projekt Varro 4 ihn getötet hatte, direkt am Anfang. Ist jetzt passiert, ich bin tot. Muss ich jetzt mit leben. Wie ich mich einfach jetzt gerade fühle, ist halt so, Mr. Morgame hat mich schon in Varro Staffel 2 einfach nach wenigen Sekunden mit der Faust getötet in Minecraft und jetzt haben die uns seit 5 Folgen verfolgt und haben sich quasi als einziges Ziel in Minecraft Varro gesetzt, mich und Max anzugreifen und zu töten und das wirklich über eine Stunde Gameplay hinweg. Oh, buhu. Da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. Also auch da machte er damals eine Ansage wegen so einem unfassbar banalem Scheiß. Positiv zu erwähnen ist aber, er hat sich damals von seinem eigenen Video distanziert, er hat sich auch entschuldigt und gerechtfertigt dafür und er hat vor allem auch im Anschluss daraus gelernt und keine so dummen und unüberlegten Ansagen mehr gebracht. Außerdem meinte er, dass er... Wer keinen Bock darauf hat, dauernd getötet zu werden im Multiplayer, sollte nicht Multiplayer spielen. So wie ich zum Beispiel. Selbst an sich arbeiten möchte, er sogar aufgrund von narzisstischen Zügen sich Hilfe gesucht hat bei einem Psychologen, der ihm da weiterhilft. Und das verdient einfach auch an der Stelle großen Respekt.
Nein. Tja, was soll ich sagen? Es ist einfach Nostalgie pur. Das waren wirklich echt wilde Zeiten auf YouTube, die damals contenttechnisch sehr positiv geprägt waren. Dennoch sind Dinge passiert, die, sag ich mal, nicht ganz so gut verliefen, wie man es hier gesehen hat. Demnach würde ich behaupten, ich glaube wirklich in jedem Jahr, sei es letztes Jahr, sei es vor 5 oder vor 10 Jahren, ist immer irgendwas passiert, was kacke lief. Die Frage ist natürlich an der Stelle immer nur, wie geht man mit den Fehlern um? Gesteht man sich die Fehler ein, entschuldigt sich und macht es dann später besser? Oder man lügt weiter, fliegt nach Dubai, nach Katar und sagt, wie geil das ist und sagt, dass man nicht pleite ist und geht auch. Besser oder ignoriert man es oder steht sogar noch hinter den Fehlern. Schreibt mir jetzt aber unbedingt mal, wie ihr dieses Video bzw. dieses Format findet. Soll ich noch einen Teil dazu rausbringen auf Nostalgiebasis? Oder sagt ihr, nö, habe ich einfach keine Lust drauf? Lasst es mich gern wissen, bewertet auch gern das Video und lasst auch gern ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wenn ihr Bock habt auf noch so ein ähnliches Video, dann schreibt mir gern Situationen in die Kommentare, die ich dann vielleicht ins nächste Video reinpacken kann. Danke jedenfalls für den Support. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Wänkchen. Euer Alpha Kevin und ciao. Haben wir das auch geschafft? Ich habe gedacht, da kommen schlimmere Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen.